Hallo, ich bin die Anna, Mama vom Kai und heute gibt es unser 49-Wochen-Update. Seit dieser Woche benutzt Kai alles als Gehhilfe. Es ist so spannend. Sei es ein Karton, sei es ein Tisch, sei es ein Stuhl. Er schiebt alles durch die Wohnung und will eben gehen versuchen. Also gehen ist bei ihm total angesagt. Ich habe immer auch das Gefühl, dass 3 Zähne auf einmal kommen, also 2 sind schon durch oben. Ich weiß nicht, ob er es euch zeigt. So, 2 sind schon durch, aber ich habe das Gefühl, dass noch 2 kommen. Also eigentlich kommen 4 Zähne auf einmal. Und er hat diese Woche Bulgur gegessen und Lachs. Und beides liebt er über alles. Also Bulgur habe ich bei DM gekauft. Ich habe schon öfters gehört, dass es das auch im türkischen Laden gibt. Ich habe nur keine Ahnung, wo es bei uns einen türkischen Laden gibt. Falls ihr da mehr wisst, schreibt es mir gerne. Bulgur. Dann, was er auch macht, wenn er irgendwie auf die Couch klettert und sieht, er kommt da nicht so gut runter, bevor er hüpft, ruft er. Also das ist ganz spannend. Ja, er ruft dann quasi, dass man ihm hilft, runterzukommen. Ja, sehr, sehr brav, gell? Er plappert sowieso recht viel, meiner Meinung nach. Dann hatte er seine erste Verletzung mit Blut. Ich habe mich erschrocken, aber bin doch ruhig geblieben. Also es hat mich gewundert. Ich bin da zum Glück eher locker. Also ich bin da nicht gleich so in Panik verfallen. Es war so, er war bei der Oma. Also die Oma war noch da. Die ist übrigens Krankenschwester. Vielleicht hat mir das Sicherheit gegeben. Und er hat da irgendwie die Seifenblasen, sie hat so Seifenblasen für ihn gekauft. Und die hat er gefunden. Und er hat diese Seifenblasenverpackung genommen und reingebissen und anscheinend war die spitz und jetzt hat er sich dann irgendwie aufgeritzt. Also es war zum Glück wirklich nicht schlimm. Er hat dann natürlich sofort geschrien und ich bin hin und dachte, also ich wusste gar nicht, was er hatte, so im ersten Moment. Und dann habe ich gesehen, dass er blutet. Dann war ich natürlich mal kurz so, okay, er blutet. Und ja, und die Oma hat dann gleich einen Eiswürfel hergerichtet und ein feuchtes Tuch und das haben wir raufgetan und er hat ja innerhalb von ein paar Sekunden aufgehört zu schreien, hat dann den Eiswürfel gelutscht und dann war ich mir eben sicher, dass es nicht so schlimm war. Also dass natürlich um den Mund blutet man schneller und ja, ich habe dann nochmal nachgeschaut und man hat auch überhaupt nichts mehr gesehen. Also es war vielleicht auch durchs Zahnen, dass es da irgendwie schneller geblutet hat. Und was er seit dieser Woche auch macht, er sagt Candy, also unser Hund heißt Candy. Und das ist so das erste Wort, was er sagt, beziehungsweise da, er kann Mama, Papa, Dada, Baby, Baba, also er kann ganz viele Laute, aber wenn er sie sieht, also wenn er unseren Hund sieht, dann sagt er Candy. Ja, also und da merke ich, dass er einfach die Verbindung hat, dass der Hund Candy heißt und deshalb ist es für mich sein erstes Wort, weil irgendwas dahin vor sich hin plappern kann er ja schnell mal, ohne dass er weiß, was es eigentlich bedeutet. Aber er sagt wirklich Candy, das ist ganz, ganz lustig. Candy? Ja, und wir haben auch probiert, schaukeln mit ihm zu gehen, schon öfters mal, aber schaukeln mag er überhaupt nicht. Also rutschen findet er total cool, so als Tipp. Am besten die Kinder am Bauch runterrutschen lassen, dann können sie das auch recht schnell, wenn sie größer sind. Und ja, sie können sich da nicht wehtun. Also man sollte sowieso den Kindern üben, ja, von höheren, also wenn sie auf die Couch klettern, dass sie wieder auf den Bauch runtergehen. Die kleine Schnatterbüchse. Letztens war ich mit ihm einkaufen, da hat auch eine Verkäuferin gesagt, ja du Schnatterbüchse, weil er die ganze Zeit irgendetwas plappert. Ja, und das war's auch schon von unserem Update. Ich sag danke fürs Zusehen und bis bald. Tschüss.